offline gegangen, nachdem du tot warst. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein, stimmt. Das, ja, stimmt, könnte auch sein. Ja, jetzt muss ich irgendwie mir dann Weg durchsparen und hoffen, dass die Zwerge wieder weiter weg sind. Ja. Ah, stimmt, ich war jetzt in der Nähe vom Dunkelwaldholzfällen. Morgen, Marcellus. Ja, muss mal gucken jetzt. Komm ich da jetzt in einem Stück rüber? Mal ein bisschen Ausdauer. Ja, müsste reichen. Und tap. Ja, doch, das langt. Okay, ich bin fast wieder an meiner Ausrüstung. So. Da lang, okay. Ja, ich glaube, wir werden noch einige Male hier drin umfallen. Mit Sicherheit. Oh, du bist auf Aggro, okay. Ah, mit blanken Fäusten. Eine Sau erlebt. Es gibt auch hier welche, zum einen, die haben das komplett durchgespielt, Boss inklusive alles ohne Waffen. Ohne Waffen? Ohne Waffen, komplett nur mit der Fäuste. Was? Also gut, ich meine, du levelst ja durch die Experience, dass du auch mehr Damage und alles machst, aber... aber hallo, die ganze Zeit finde ich keine Sau und jetzt finde ich drei auf einmal. Alles klar. Ja, machst du dann auch nachher mehr Schaden durch das Erfahrungsleveln, aber wie viel musst du da leveln, dass du mit blanken Fäusten Bosse umkloppen kannst? Unbewaffnet geskillt auf 75. Mhm. Und andere haben dann halt das, wo wir schon definitiv versagt haben, die sogenannte No-Desk-Challenge. No-Desk-Challenge? Ja, nix sterben. Naja gut, wenn du das Spiel in den Mechaniken kennst, kann ich mir das schon gut vorstellen. Dann machst du mir irgendwo einen blöden Fehltritt oder lässt mir irgendwo einen Mob in die Arme, den du nicht rechtzeitig siehst. Und dann kloppt er dich auch weg, also... Ne, oder halt die umfallenden Bäumchen. Oder dieses, ja. Ne, auch bei den Bossen nicht sterben. Na, wenn ich allein an Eiktier schon denke, an den ersten, dieses, mit seinem AE-Gegrille, was er da gemacht hat, also... Naja, gut. Läuft er mir jetzt hinterher? Nee. So, ich bin fast da. Fast geschafft. Da ist noch eine Wildsau. Jetzt finde ich allein auf dem Weg zu meinem Grabstein schon vier. Das ist geil. Na sicher, weil du dich da jetzt so schlecht wehren kannst. Ja, yeah, ja. Yeah. So, ich habe meine Sachen wieder. Sehr schön. 8 Lederreste. Ach nee, hier. Hat sie nicht gestackt. 11. Na, immerhin. Da ist noch eine Sau. Komm, Schweine, ich will dich. So. Okay. So, jetzt muss ich gleich gucken mit dem Kamin. Den muss ich noch hochziehen. Sonst ersticken wir. Aber das kann auch passieren. Ja, sicher. Kannst du drinnen noch Rauchvergiftung kriegen. Oh, okay. Krass. Da mal hier. Oh, da ist ein Troll. Oh, tschüss. Ich bin eben erst schon geplatzt. Das reicht. So, das andere ist, jedes Mal, wenn du stirbst, du skillst ja so deine Waffen und alles hoch. Ja. Jedes Mal, wenn du wenn du stirbst, gehen da die Punkte runter. Ich habe jetzt aber im Moment keinen Fähigkeitenabzug oben rechts stehen. Ja, sagt er so halt, ne?
Oh je, das dauert ja Ewigkeiten, bis ich den platt hab. Ja. Der braucht lange, insbesondere dann, wenn du keine Feuerpfeile hast. Oder wenn man ihn nur irgendwo in die Brust schießt, anstatt zum Beispiel in den Kopf, wo man mehr Schaden machen kann. Oh, schon wieder keine Ausdauer mehr, das ist doch... zum Weglaufen. Nein! Nicht abhauen, bleib hier! Du hast doch gerade gesagt, zum Weglaufen. Ja, jetzt rennt er weg. Ah ja? Wenn du das schon so sagst. Ach, soll mich mal gern haben. Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich gehe mal wieder zurück in Richtung unserem Haus und halte mich da mal ein bisschen mehr auf. Aua, aua. Der hat einen Kopf über Wasser und ertrinkt. Das musst du mir mal erklären. Weil du dich nicht über Wasser halten kannst, wenn du keine Ausdauer hast. Sagt wer? Das echte Leben. Ach, echtes Leben. Wer hat denn sowas noch heutzutage? Huch. Oh, machst du. Aua. Lass das. Jetzt muss ich das Dach wieder einreißen. Warum das denn? Weil ich sonst nicht von außen den Kamin bauen kann. Du kannst ja nicht einfach außen dran bauen? Nee, den muss ich von der Mitte aus hochziehen. Ach so. Okay. Den muss ich von innen komplett hochziehen. Mhm. Was haben wir jetzt? 12 Lederreste. 2 Wildschwein-Trophäen. Ah, warum stackt denn der die Sachen nicht automatisch, wenn man sie wieder aufgehoben hat? Hast du 8 Stapel vom selben Material da drin liegen? So wie läuft's? Du hast keine Lederreste mehr, oder? Acht. Oh, dann hätten wir genau 20. Ich hab nämlich 12. Könnte man zumindest das Gerbergestell schon mal hinsetzen. Ja, kriegst du gleich. Hast du Holz mit? 16. Das bringt mich weiter. Also ich hatte alles Holz, was ich hatte, in die Kiste reingelegt gehabt gestern. Aber das meiste ist ja wahrscheinlich schon verbaut. Das ist doch schon alles wieder weg. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. So. Wo sind wir denn da? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es da noch so eine Art Teleporter später, oder? Ja, auch dafür brauchst du diese netten Sotlingskerne. Ach so. Das ist ja jetzt doof. Aus dem Dungeon. Och. Ich brauche 3 Holz. Ja, ich bin schon auf dem Rückweg. Noch ein kleines Flüsschen überqueren. Ich brauche 3. Also sind 2, 4. Ich brauche 8. Also im Prinzip brauche ich 10 Holz. Ja, 16 habe ich dabei. Ich bin auch fast da. Dann ist das Häuschen soweit fertig und ich bin weg. Sonst gibt's Ärger mit Männern. Okay. Ja. So. Ja, jetzt. Wir sind halt heute unterwegs. Wir haben heute Hochzeitstag. Ach, gratuliere. Ne, von daher kann ich mich da nicht so... Ja, alles gut. Ja, renn doch weg, blöde Sau. Also sprichwörtlich. Ach, geht doch. So. Na komm, kletter da hoch. Ich vergesse immer wieder die Items abzulegen, dass man weniger Ausdauer verbrät.
Na, hopp. Ist es doch. Dachte eben, der ist verbuggt. Naja, da waren unten im Boden drin. Ah, deswegen ist er nicht mehr gerannt, okay. Holz. Zack. So. Hau mir doch die Tür vor der Nase zu. Wie gesagt, fertig ist es noch nicht. Ja, ja. Die Lederreste gerade noch kurz. Dann kann ich das schon mal hinsetzen. Ja, Moment. Lederreste so. Und wenn du noch hast, Hirschfälle. Ah ne, Hirschfälle habe ich genug, die reichen. So. Ich hoffe, der Kamin zieht ab. Kann man das irgendwie einfach testen? Ja, indem du unten das Feuer anmachst. Achso. Komm rein, sonst sperre ich dich aus. Okay. Und Unterkunft, gemütlich. Sieht aber erstmal gut aus. Sieht fast danach aus, ne? Ja. So, einmal nach außen gucken. Ist ja gar nichts. Braucht eine Weile, bis es oben ankommt. Ja, ja, weil ich habe sowieso nichts gesehen, weil ich gerade voll die Sonne im Bild hatte. Ja, da oben qualmt's raus. Na. Perfekt. Somit. Wunderbar. Jetzt fehlt nur die gesamte Innenausstattung halt noch. Und die schaffe ich aber jetzt nicht mehr. Ja, nee, da kümmere ich mich dann drum. Da hinten rennt eine Sau rum. Wo? Oh. So, bitteschön. Leder hast du gekriegt. Ah ja, perfekt. Dann kann ich das Ding schon mal basteln. Zum Upgraden der Werkbank. Sehr schön. Ja, dann kümmere ich mich mal ein bisschen um das Innendekor. Kann sein, dass ich dir das alles wieder umbaue dann, ne? Warum? Mit dem Innendekor, Dass ja eine bestimmte Funktion alles haben soll. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Die, wenn du das so falsch baust, sich gegenseitig dann aufhebt. Oder du nicht vernünftig nutzen kannst. Ja, nein, ich meinte jetzt eher in so eine Richtung, so einen kleinen Lagerraum einrichten zum Beispiel, dass man die Sachen mal in den Kisten und sortieren kann. Ja, da musst du aber wissen, wo das alles hin soll. Kisten, Lagerkisten. Ja, auch die kriegen ja mehr oder weniger einen festen Platz, ne? Okay. Ja, gut, dann mache ich sammeln. Ja, du kannst erstmal hier ein paar lose welche hinstellen. So, was fehlt jetzt noch? Warte. Beziehungsweise, wenn du mir. Warte mal. Ja, ich bin jetzt mal ganz gemein. Wir haben jetzt hier zwei Kisten. Jetzt haben wir keine Kisten mehr. Also zu stabil. Zu stabil, okay. Bleib mal bei den dünnen Bäumchen. Bett. Nee, ich würde dann für den Anfang jetzt einfach erstmal da los ein paar Kisten in der Ecke setzen, dass man es ein bisschen vorsortieren kann zumindest. Eine Kiste für Essen, eine Kiste für Baumaterialien, so Sachen eben. Eine Erzekiste, ja, sowas. Einfach, dass es mal grob vorsortiert ist erstmal. Weil dieses Kisten durchsuchen nervt mit der Zeit. So. Zwei Kisten habe ich dir gesetzt. Mehr Holz habe ich nicht. Ja, ich bin gerade am Sammeln. Aua. Der Rest.
Habe ich alles einstecken? Ja, ich werde dann hier sowieso erstmal. Allein für die Kisten brauchen wir ja schon Unmengen an Holz, deswegen da werde ich erstmal ganz entspannt hier grinden gehen. Und mich nicht von Bäumen erschlagen lassen. Also ich werde erstmal ein bisschen Material aufstocken. Ja. So. Den machen wir mal noch kurz klein. Aua! So, ich hab... Ja, ich lasse mich nicht von ihnen erschlagen, ich lasse mich von ihnen überrollen. Ganz toll. Halbtot von einem Baumstamm. Das kann ja nicht wahr sein, ey. So. Dann setze ich gerade noch schnell das Gestell hin. Material habe ich jetzt alles. Hammer, Gerbergestell. Nee, nicht draußen hinsetzen. Ach, muss das rein? Bring's mit. Wo denn? Ich bin im Haus. Ach, da vorne. Ja, bin hier. Und dann kannst du es erstmal rechts neben das Ding setzen. Ich werde es später umsetzen. Hier neben die Werkbank. Hier rechts neben die Werkbank. Ja, wollte ich doch gerade. So. Sehr schön. Haben wir das auch. Werkbank Stufe 3. Ach, Trollledertunika. Werkbank hat nicht genug Schutz. Ja, ich weiß. Es ist das Fenster. Ach so. Hast du noch Holz einstecken schon? Ja. Schmeiß mal fix rüber. Nein, hallo, ablegen. Ja, geht doch. Ach, jetzt geht's schon. Ja, so, sobald die Fenster eingerahmt sind und du nicht mehr durchspringen kannst. Ach so, deswegen hat er gesagt, na sicher. Okay, alles klar. Ja, wahnsinnig viel mehr haben wir jetzt hier aber nicht, ne? Trolllederklamotten und. So. Set-Bonus, 4 Teile, macht dich wesentlich hinterhältiger. Okay. Ach, Set-Bonus gibt's ja auch noch. Ah ja, geil. Da sehe ich mich doch. So, was haben wir Neues? Zum Bauen, wenn nicht wirklich was. Na gut, ich denke, die nächsten Sachen müssen wir dann erstmal alle durch Erze und etc. und Mine und hast nicht gesehen freischalten. Genau. Ja. Aber okay. Dafür brauchen wir ja bestimmte Sachen und an die kommen wir ja noch nicht ran. Ja, ja. So. Morgen, Fassi, morgen, Xerxes. So. Kiste. Ja, genau so hatte ich mir das dann gedacht. Ja, mit viel mehr geht's aktuell halt noch nicht. Ja, ja. Warte mal, du wolltest dir eine bessere Waffe herstellen, bitteschön. Hier Strophäe. Ja, den Hammer wollte ich mal ausprobieren, oder sagst du, der bringt nichts? Der haut halt auf den Boden immer zu, ne? Musst du mal gucken. Musst mal ausprobieren. Ich bin jetzt weg. Ja, alles klar. Kernholz, hahaha. Okay. Er ist in der Kiste. Okay, ja, ich muss erstmal hier einsortieren und das mal ablegen, was ich hier alles 5-mal in der Hand habe hier irgendwie. Es ist, ja. Ja, gut, alles klar, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal fürs mit dabei sein und euch einen schönen Hochzeitstag. Lasst es euch gut gehen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich wieder da bin. Genau, Fluse ist jetzt schon wieder weg. Xerxes, quasi. Von daher. Dipsa, das weg. Wie gesagt, je nachdem, wie lange du da bist, bin ich später auch wieder da, aber jetzt muss ich erstmal weg. Ja, ich klar. Weiß nicht, wie lange es dauert. Ja, sehen wir dann. Machen wir uns nicht verrückt. Genau. Bye bye. Ja, bye bye. Holz. Ach schön, kommt ja extra an dem Hochzeitstag noch ein bisschen rein. Ja, nee, aber das hat natürlich Vorrang, klar, bevor es dann hier Hausfriedensbruch oder was gibt. Das muss ja nicht sein. Da haben wir noch das Fleisch. Ach, dass der die Sachen nicht automatisch stackt.